Jochen, uns kommt zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel Masterkist. Meine Damen und Herren, wir dürfen sofort ein Pack öffnen und eventuell können wir damit unser Deck verbessern, mit dem wir versuchen, die Master Duel Ladder komplett auseinanderzunehmen. Oh, ich habe aus Versehen auf Überspringen gedrückt. Gut. Nichts, womit wir irgendwas anfangen könnten, außer eventuell der verbündete Vogelmensch. Ich meine, der ist ein Empfänger, aber gut. So viel dazu. Wir haben aber dennoch eine Mission, meine Damen und Herren, und zwar haben wir letztens mit unserem Master Duel Masterkist Deck, schaut gerne im Stream von Schattenspieler vorbei, den mit seinem, was auch immer, Challenge Deck, zweimal im Duell besiegt. Und ich habe mir gedacht, okay, das war jetzt nicht on cam und es war jetzt auch kein Ranked Duell, aber zählt das jetzt irgendwie als Win oder nicht? Darf ich mir dafür jetzt irgendwie ein Pack holen oder nicht? Aber dann habe ich mir gedacht, es ist meine Challenge, ich bin hier der Judge, ich entscheide hier und wenn ihr damit ein Problem habt, dann habt ihr halt einfach Pech. Ich hole mir jetzt zwei Masterpacks, wenn ich der Ansicht bin, dass ich mir diese zwei Masterpacks verdient habe für diese zwei Siege und deshalb holen wir uns jetzt Masterpacks, zwei an der Zahl und wir schauen rein, was wir da noch so für unser Deck bekommen und wir haben hier Entfesseltes Yangxing, Themendeckkarte brauchen wir nicht. Eishand, okay, mit Feuerhand wäre das sehr cool. Donnerentladung, Abenteurer-Spielmarke. Nötige Notfallrettung, Übereinstimmung des Königs. Wenn ein Monster deines Gegners einen direkten Angriff deklariert, annulliere den Angriff, dann kannst du für den Rest des Effekts dieser Karte ausführen. Verbanne ein Empfängermonster und eine beliebige Anzahl Nicht-Empfängermonster von deinem Friedhof, deren gemeinsame Stufe 8 oder kleiner ist, und falls du diese beschwörst, ein Synchromonster. Oh, okay. Angriff annullieren und Synchro vom Friedhof. Das kommt aber sowas von ins Deck. Außerirdische Mutter. Die Phantomritter der verlorenen Armschiene. Falls das Gewehr jetzt immer noch können, die Phantomritter nicht durch Kampf zerstört werden. Zuletzt verliert das Gewehr jetzt hier 600 ATK. Zusätzlich wird seine Stufe zu 2. Bis zum Ende des Zugs. Dann beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung als normales Monster. Ja, gut, 600 ATK verlieren. Kann man auch überlegen. Und die Super Rare ist Super Elektromagnetischer Voltec-Drache. Bringt nur was mit Batteriemännern. Okay, wir halten fest. Die Falle und die Falle sind gut. Und Eishand, sobald wir Feuerhand ziehen, auf jeden Fall auch interessant. Wir öffnen noch ein Pack und schauen, was wir darin bekommen. Ich habe übrigens auch schon off-cam so ein Free-Pack geöffnet, was man zu Beginn des Spiels bekommt, einfach nur fürs Einloggen. Das war, als ich mich mit Maurice eben off-cam duelliert habe. Beziehungsweise, was heißt off-cam? Es war in seinem Stream, also nicht wundern, dass da noch ein paar Karten sind. Bujingi Payo. Oberster König Tor Unendlichkeit, Ghostrick Witch, Dino Wrestler, Capoeira Raptor, okay, das ist geil. Alte Krieger, anmutiger Sugong, Streitwagen der Walküren, leuchtende Hoffnungsstraße, Utopia, Gaia Lohe, die Kraft der Sonne. Falls diese angreifende Karte ein Monster eines Gegners durch Kampf zerstört, sie kann sofort einen zweiten Angriff ausführen. Einfach spielst du am Ende der Phase, du kannst Feuermonster in deinem Friedhof bis zu einem Monster füge sie dann an. Okay, ja gut. Ja, das Synchromonster hat es gerettet. Ansonsten wäre es ein absolut nutzloses Pack gewesen. Aber gut, dann schauen wir uns nochmal an, was wir hier alles reinpacken. Insgesamt war das jetzt auf jeden Fall einiges. Also das Synchromonster kann auf jeden Fall rein. Dann hatten wir gesagt, Übereinstimmung des Königs und die Phantomritter der verlorenen Armschiene können auch rein. Genex verbündeter Vogelmensch war das, meine ich, wo man auch überlegen konnte. Und dann, genau. Also Seelenschere ist das, das haben wir beim letzten Mal am Ende gezogen. Ja, das hier, also quasi zwischen dem Genex-Überwacher und der Smaragdschildkröte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, das war dann das Pack, was sich quasi noch off-cam geöffnet hatte. Und da gibt's eine Karte unter all diesen. Freunde, wenn ihr mich kennt, wisst ihr ganz genau, dass die ebenfalls ins Deck muss. Das, muss ich sagen, ärgert mich ein bisschen, dass wir die nicht on-cam gezogen haben. Aber wir haben den legendären antiken Antriebsgolem. Das legendäre seltene Monster aus Dr. Crowlers Deck, das noch nie irgendwer zu Gesicht bekommen hat, aber die Master Duel Ranked Section bald zu Gesicht bekommen wird. Und da sind wir uns hoffentlich alle einig. Natürlich kommt er ins Deck. Ich würde sagen, was kann hier raus?
Was kann hier raus? Das mit dem Angriff annullieren und Synchro klingt gut. Das mit 600 ATK verringern und dann specialen klingt gut. Das annulliert auch einen Angriff. Das ist eigentlich auch eine gute Falle. Ich muss sagen, das fällt mir sehr schwer, mich hier für irgendwas zu entscheiden, was hier raus kann. Ich meine aber, ja, Schicksalsexplosion. Nee, das war ja umfassende Verwüstung, die ist auch gut. Zerstöre jenes Fischmonster, verfüge dann ein Monster mit demselben Namen, den es auf dem Schwert von deinem Deck unten zu. Oder ja. Also erstmal der Nadelbarsch kann meiner Ansicht nach raus. Der kann weg. Der Genex-Verbündete, ich wüsste jetzt nicht, womit kann man da Combo machen? Womit kann man da Combo machen? Falls ich diese Karte in der Hand öffne, du kannst dann. Theoretisch mit dem Magnite, das muss man sagen. Also Combo-Potenzial ist da. Ob sich das aber lohnt, ist die Frage. Ne? Das muss man sagen. Verstärkungskrieger muss ich auch mittlerweile sagen. Gut, der specialt sich halt und. Ja, das war's dann auch. Also, der ist jetzt. Den kann man halt hiermit beschwören, aber da haben wir Infernoid Decatron. Ich glaube, den kann man ehrlicherweise rauspacken. Brecherfahrt sehe ich immer noch ganz gut, vor allem jetzt mit dem antiken Antriebsgolem, mit Ergenex Ultimum und mit dem Card Trooper. Ja, was kann man noch rauspacken? Der Goat übrigens, für diejenigen von euch, die ewig in die Kommentare schreiben, der bleibt natürlich im Deck. Ich hoffe, das ist klar. Ansonsten fällt es mir jetzt schwer zu entscheiden, was hier raus kann. Vielleicht die Zauberkarte, weil die sehr spezifisch ist. Auch wenn wir sie aktivieren können. Aber sie hat einen sehr spezifischen Effekt. Und ich weiß nicht, ob wir den jemals resolven werden in diesem Deck. Aber wir lassen sie erstmal noch drin, testweise. Ja, erstmal kann auf jeden Fall noch ein Extra-Deck-Monster raus. Hier, Kosmische Festung Golga werden wir nicht beschwören können. Also wir haben sehr viele Fallenkarten, muss man sagen. Aber die sind auch mittlerweile alle gut. Kann Monster zerstören. Gut, das lenkt nur Schaden um, aber das kann gut sein. Kann Fallen annullieren, Angriff annullieren. Geist eines Grolls hat eine sehr krasse Bedingung, ne? Also der Gegner muss mindestens 8 Karten im Friedhof haben. Aber sobald die live ist, kann die das komplette Board des Gegners outen. Das Angriff annullieren und Synchro ist krass. Zu voller Größe wachsen ist krass. Ja, 600 ATK reduzieren. Ne? Ist es das wert? Da kann man vielleicht sagen, die kann raus. Das ist eine Fallgrube, die zerstört was. Das ist ein Negate, die beschwört sich als Empfänger. Brecherfahrt, ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Fällt mir gerade sehr schwer, um ehrlich zu sein. Ich würde sagen, ja, nehmen wir den Löwigator raus, oder? Mit 1,9 als Beatstick. Weil, Begründung, 1,59, 2,000, also wir reden über die reinen Beatsticks, die sind alle besser. 1,8 ist schwächer, aber Kombo-Möglichkeit mit Brecherfahrt. Photonenbrecher dreht sich in Death, aber hat halt 2,000. Ja, ich denke, das kann man so erklären. Und da gehen wir dann jetzt nach langer Deckaufbau-Einstiegsphase ins erste Duell, meine Damen und Herren. Und wir sind kurz davor, den Silberrang zu erreichen. Ich bin also gespannt, was uns hier erwartet. Und wir schauen, ob wir eventuell eine Chance haben. Bei so vielen Fallen, wie wir mittlerweile haben, kann man sogar eigentlich mal ausprobieren, First zu gehen. Bin ich jetzt irgendwie blöd oder habt ihr... Ihr habt doch gesehen, dass ich geklickt habe als Erster, oder? Gut, dann gehen wir halt wieder Second, wenn das Universum das so möchte. Dann ist das so. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschwören wird, du kannst sie in diesem Spielzug als Empfänger behandeln. Das wäre super, wenn wir eine Möglichkeit hätten, die vom Friedhof zu beschwören. Das ist auch mein Problem mit dem weißen Stachelrochen, um ehrlich zu sein. Weil wie beschwören wir den vom Friedhof? Das ist das Problem bei dem Ding.
Wenn ich Rang 4 Xyz Monster hätte, wäre das so cool. Das wäre einfach perfekt. Aber so ist es halt leider einfach nicht gut. So, wir ziehen. Unbekanntes Synchron, okay. Dann folgendermaßen. Wir beschwören unbekanntes Synchron als Spezialbeschwörung, da wir keine Monster kontrollieren, aber der Gegner schon. Also die Cyberdrachen-Condition. Ja, Gegner überlegt. Was soll man darauf machen? 9 Extra-Deck-Karten. 60 Main-Deck! Krug der Gier. Soll erlaubt sein. Indem du ein Wassermonster abwirfst. Naja. Normal Summon. Weißer Stachelrochen. Special Summon. Stiller Angler, da wir ein Wassermonster kontrollieren. Und dann, meine Damen und Herren, da wir ein Empfängermonster der Stufe 1 und einen Nicht-Empfänger der Stufe 4 haben, Synchro-Beschwörung für Crystron Armitrix. Im Angriffsmodus. Und dann gehen wir in die Battle-Phase. Wir greifen an mit unserem Crystron Bre. Snaggen. Da kommen wir drüber. Was wird sich gesucht? Das sieht nach einem Goat-Deck aus. Ja. Wir warten. Was sucht der haarige Tenshinhan? Oh nein, oh nein. Ach komm, lass mich in Frieden. Ah, Junge, schon wieder. Jedes Mal diese Steine. Jedes Mal diese blauen Augen. Ich kann das doch alles nicht mehr. Verbannende Fallgrube, Übereinstimmung des Königs. Alles hier setten und Zug beenden. Wir können keine Synchro-Beschwörung machen, leider. Weil wir kein weiteres beschwörbares Stufe 5 Synchro-Monster haben, oder? Ja, schade. Aber wenn wir den, also wenn der auf den Friedhof gelegt werden würde, dann könnten wir was machen. Dann könnten wir nämlich mit ihm und unbekanntes Synchron auf den hyperpsychischen Aufsteiger gehen. Okay, zerbrochenes Bambusschwert auf unser Synchro-Monster macht natürlich gar nichts. Seelenverschlingendes Bambusschwert. Falls es deinem Gegner Kampfschaden zu viel zu lang ist, mit einer Bambusschwertkarte ausgerüstet ist, überspringt er seine nächste Draw-Phase. Der kann mir keinen Kampfschaden zufügen, weil es mein eigenes Monster ist. Bro, das ergibt einfach keinen Sinn. Das ergibt einfach absolut keinen Sinn. Also ich weiß nicht, ob er jetzt dachte, dass zerbrochenes Bambusschwert die ATK meines Monsters zu null macht. Das dachte ich als Kind früher tatsächlich, weil ich mir dachte, es gibt doch keine Karte, die so useless ist, dass sie einfach nichts macht. Aber doch, gibt es. Na gut, viel mehr gibt es hier nicht zu sagen, als wir gehen in die Battle-Phase und greifen an mit unserem weißen Stachelrochen. Da liegt eh der Stein. 100%. Jo. Kein Problem. Crystron Armitrix. Direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. Wahres Licht. Dein Gegner kann den weißen Drachen nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Verbotene Lanze ist also tot. Falls sie so auf eine Karte. Hand oder Friedhof. Setze eine Zauberfalle von deinem Deck. Ja, super. Super. Wunderbar. Wunderschön. Drachenodem der Zerstörung. Okay. Okay. Man muss sagen, er spielt die exotischen Blue-Eyes-Support-Karten. Um es freundlich auszudrücken. Main Phase 2 spielen wir noch hier unseren Weltall-Dragster verdeckt und beenden unseren Zug. Also, seine Zauber- und Fallenzonen sind einfach komplett voll, will ich an der Stelle mal sagen. Ja, und wahres Licht ist tatsächlich ein wahres Problem aktuell, denn wir können sein jetzt aufs Feld kommenden weißen Drachen mit eiskaltem Blick nicht für verbotene Lanze wählen. Das bedeutet, also eigentlich hätten wir ein Out gehabt, aber jetzt haben wir es nicht mehr. Yu-Gi-Oh! Kann manchmal echt schön sein. Drachenodem der Zerstörung ist natürlich ein Raigeki.
Ich könnte halt verbotene Lanze machen auf eins meiner Monster, um sie zu beschützen. Auf der anderen Seite bringt mir das jetzt auch nicht wirklich was, also von daher. Gut. Ich verliere jetzt gegen einen weißen Drachen, einfach nur, weil er 3000 ATK hat und nicht getargetet werden kann. Also diese Falle, er weiß gar nicht, wie gut die ihm gerade tut, ne? Ich bräuchte ein Stufe 2 Monster im Friedhof, ein Stufe 2 Nichtempfänger oder Stufe 3 Nichtempfänger. Dann könnte ich auf Rotdrachen R zum Tabellar gehen. Dann könnte ich immerhin reincrashen. Blaue Medizin, meine Damen und Herren. Blaue Medizin. Na gut. Was sagt denn der hyperpsychische Aufsteiger eigentlich? Monster, die weniger haben, können nicht angreifen. Kein Spieler die Effekte von offenen Monstern mehr ATK meinst du? Ja. Wenn es andersrum wäre, dass Monster, die mehr ATK haben, nicht angreifen können, das wäre super. Reparieren, damit können wir uns natürlich unsere beiden Monster hier zurück auf die Hand holen. Die Frage ist, wie viel uns das bringt. Wenn ich so drüber nachdenke, ehrlich gesagt nicht allzu viel. Das ist leider ein Problem. Ja, beenden wir erstmal unseren Zug. Wenn ich so Stufe 9 noch hätte, ne? So ein Stufe 9 Synchron-Nebelraupe, das wäre genial. Das wäre perfekt. Das wäre wirklich sensationell. Dass die auch jeden Zug sich aktiviert, ne? Nee, es ist wirklich schlimm. Wähle ein Blaues, bleibt das offene. In diesem Spielzug bleibt es von Karteneffekten unberührt. Er aktiviert so unnötig einfach irgendwelche Karten. Also das ist maximales Anfängerniveau. Ultimative Fusion. Es ist wirklich schlecht. Es ist wirklich schlecht. Und das, was mich daran noch mehr triggert, ist, dass wir dagegen verlieren. Einfach nur, weil er diese eine Karte spielt, die sagt, er kann nicht getargetet werden. Na gut. Muss man mit leben. Seelenverschlingendes Bambusschwert. Nach der zweiten Standby-Phase ist es zerstört. Ultimative Fusion. Okay, jetzt wird es sehr interessant. Was fusionieren wir denn? Den vom Feld? Und vom Friedhofenstein zu dem blauäugigen Drachentyrann. Ja, er kommt jetzt auch darauf, das in seinem Zug zu verwenden. Hätte er das vorher gemacht, hätte er eine Karte von mir verbannen können. Fluchzerstörer? Nein! Nein! Bro, er macht jetzt... Er macht jetzt Fluchzerstörer. Ich kann das doch... Ich bin das nicht mehr könnend. Er macht Fluchzerstörer. Nicht mystischer Raumtaifun. Fluchzerstörer! Auf die eine Zauberkarte, die ich... Bruder, ich komme darauf gerade nicht klar, ne? Ich komme darauf gerade nicht klar. Das ist... Das kann nicht... Das kann nicht... Fallenfalle! Ich komme...
kann das nicht. Ich kann das nicht. Was passiert denn hier? Was ist das? Ich werde einfach von den schlechtesten Karten im Spiel hops genommen. Bruder, er hat einfach Fluchzerstörer. Ihr müsst euch mal überlegen. Also allein, die zu spielen, statt mystischer Raum. Also das ist ja eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die du freiwillig triffst. Ey. Er macht einfach Final Flash mit mystischer Djinn der Lampe. Und ohne sich zu schämen, bei 4 verdeckten Karten trifft er die eine verdeckte Zauberkarte. Das ist doch nicht, das kann doch, das geht doch gar nicht. Das ist doch, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Und dann die Fallenfalle. Nee. 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 Aber wir haben jetzt ein Out. Wir haben jetzt ein Out. Wir haben jetzt ein Out. Ist alles in Ordnung? Wir haben jetzt ein Out. Ich hasse es, ne, dass er die jeden Zug aktivieren kann. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Er macht so Plus damit, dass er die jeden verdammten Zug aktivieren kann. Also die Karte ist wirklich Endlevel schlimm, ne? Also das ist auch wirklich der einzige Grund, warum das hier gerade noch ein Duell ist und der nicht schon lange verloren hat. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Aber gut, wir aktivieren unsere erbsündhafte Beute, Schlangenauge, schicken unseren Weltall-Dragstar auf den Friedhof und beschwören unsere persönliche Win-Condition, Infernoid Decatron. Und dessen Effekt können wir jetzt benutzen, um Infernoid Harmatic auf den Friedhof zu legen. Das wiederum erlaubt es uns, seinen Effekt zu benutzen und den blauäugigen Drachentyrann zu zerstören. Dann aktivieren wir Reparieren, holen uns 2 Wassermonster. Okay. Okay. Nehme ich. Kann ich mitleben. Decatron hat ihn einfach eingeschüchtert. Hätte aber, glaube ich, auch gereicht. Weil wir hätten jetzt den Stachelrochen und den stillen Angler zurückgeholt. Normal Summon Stachelrochen, Special Summon stiller Angler. Synchro Stufe 8 auf Rotdrachen Erzunterwäldler. Decatron ist ja ein Empfänger. Und das müsste genug Damage gewesen sein, um das Duell zu beenden. Das wäre jetzt auf jeden Fall mein Play gewesen, so. Aber gut, dann macht er es uns natürlich einfacher. Und dann nehmen wir das Master Pack auch gerne so mit. Okay. Ey, hätten wir das verloren, also das war wirklich, also nichts gegen Anfänger, so, ne? Es ist vollkommen okay, Anfänger zu sein, aber so gegen so absolut blutige Anfänger zu verlieren, einfach nur, weil die diese eine gute Karte spielen, das ist halt maximal belastend, so. Deshalb, zum Glück haben wir bis zum Ende gekämpft. Okay, was kriegen wir hier? Oh mein Gott! Super und ultra rare. Okay, wir haben Lamia. Falls diese Karte ist, du kannst deine Hand ein Reptilmonster der Stufe 8 von deinem Deck hinzufügen. Ich bezweifle, dass wir eins haben. Eiszeit, Ungeheuer, Blizzard Wolf. Wenn ein Monster einen Angriff deklariert, du kannst den Angriff annullieren. Falls du dieses beschwöre, ein Wassermonster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand, außer ihm. Am Beginn der Battlephase deines Gegners, falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet und du keine Monster kontrollierst, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung in die Angriffsposition beschwören, aber verwarne sie. Ja, ist doch eigentlich voll gut. Passt sogar in unser Wasserdeck rein. Unermüdlicher Boxer Schatten. Ja. Licht der Zerstörung. Wenn ein Karteneffekt eines Gegners Karten von seinem Deck auf den Friedhof legt. Ja, gut. Eidos für Monarchen. Fusionsmarke. Ja, Fusionen sind für uns absolut nicht relevant. Pendel-Evolution. Brauche ich nicht mal lesen. Überlast Zukunftsfusion. Schade. Leider eine Super Rare und eine Ultra Rare, mit denen wir absolut nichts anfangen können. Wir können aber zumindest ein Legacy Pack noch öffnen. Und mal gucken, was wir daraus so bekommen. Wir haben ein Duell gewonnen und kriegen kein Legacy Pack. Okay, das passiert wirklich sehr, sehr selten. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal rein und packen auch noch hier unseren Wasserbre mit ins Deck. Der Rest ist leider nicht wirklich zu gebrauchen. Trent Alexander-Arnold ist auch dabei. Ja, den Vogelmensch können wir irgendwie wieder. Ja, weiß ich jetzt nicht.
Da klingt mir der Fassa-Dude ehrlich gesagt ein bisschen besser. Weil der kann halt ein bisschen stallen. So. Machen wir noch ein Game. Gucken wir mal, was so passiert in Master Duel hier. Oni Japanisch. Ich fange an. Und diesmal geht das auch. Okay. Gegen den Shibi Scareclaw. Ich will einfach nur mal gucken, was passiert, wenn ich anfange. So, ob ich genug Fallenkarten ziehe, dass sich das auch lohnt. Und das sieht danach aus, ja. Okay. Ich würde sagen, wir spielen erstmal hier unseren nicht durch Kampf zerstörbaren Bray verdeckt. Dimensionsmauer, Poseidonwelle. Mach mal. Mach mal. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das Ding ist jetzt, wir haben nur Fallenkarten, die was bringen, wenn er angreift, aber ich habe ja ein Monster, was nicht durch Kampf zerstört werden kann. Also das ist ja so. Ich habe ja nichts davon, Angriffe zu annullieren oder Schaden umzulenken. Hat die sogar. Hat die. Das ist ja voll cool, was die hier hat. So ein eigenes Feld, auf dem die steht. Wobei, das ist wahrscheinlich nicht sie, sondern das ist die Basis, die er sich gekauft hat. Hier auf jeden Fall auch Morphing Jar mit am Start. Magischer Ritter Gaia. Da kommt der Drachenfeuerfluch von der Hand. Und dann kann er einen Feldzauber zerstören. Jetzt kann er eine Fusionsbeschwörung durchführen. Zu, ist die Frage. Ja, da wird jetzt sehr, sehr lange überlegt, welches Fusionsmonster aufs Feld geklatscht werden soll. Monster, die er kontrolliert. Drachenfluch, der magische Ritterdrache. Falls du einen Drachen... kannst du auch Monster von deinem Friedhof als Material verbannen. Falls du keine Fusionsbeschwörung beschworen wird, du kannst einen Zauberfalle, der oder die... in deinem Friedhof hinführen. Der macht ja gerade gar nichts. Der hat ja einfach nur 2000 ATK. Also der ist ja gerade wirklich gar nicht besonders. Okay. Soll mir recht sein. Zwei Karten verdeckt. Das ist ein Board, mit dem ich leben kann. Weltall Dragster. In Kombination mit Meister Pendel ist das natürlich gleich ein schmackhaftes Synchro-Monster. Deshalb würde ich sagen, spielen wir den verdeckt und beenden hier auch erstmal unseren Zug. Und sind gespannt, was dann von der Gegenseite kommt. Da wird noch überlegt. Was ist das denn? Der Anfang von Himmel und Erde. Zeige drei Monster vom Typ Krieger von deinem Deck vor. Mindestens einen. Lese mich nicht durch. Und lass deinen Gegner zufällig einen bestimmen. Eins wird der Hand hinzugefügt. Lege ein Lichtmonster vom Typ Krieger von deinem Friedhof, füge dein Finsternismonster. Lege Finsternis auf den Friedhof, füge den Lichtmonster. Whatever. Okay, wir holen uns Anstürmender Gaia, der zornige Ritter. Kann er normeln, ohne Tribut anzubieten. Falls der als Tribut angeboten wird, kann man sich was searchen. Und damit zeigt er mir jetzt drei Karten vor und kann sich eine davon auf die Hand nehmen. Gut. Akzeptieren wir so. Also quasi Crowley oder Spellbook, Library of the Crescent oder keine Ahnung. Okay, BLS, bitte nicht. Abenddämmerungsritter, Gaia, der Polarritter. Was kommt jetzt? Da, wie, alle gehen auf den Friedhof? Warum hat er denn nicht nur schwarzglänzender Soldat oder Gaia, zorniger Rittermonster ausgewählt? Dann müsste doch einer davon auf seine Hand kommen. Ich verstehe es nicht. Wie auch immer. So, der beschwört ihn mit 1,9. Spiralfusion. Okay, er kann vom Friedhof fusionieren, weil er ja ihn hier kontrolliert. Das ist dann wiederum natürlich sehr, sehr nervig. Er fusioniert Drachenfeuerfluch und magischer Ritter Gaia erneut. Die hatten wir vorhin schon. Gaia, der magische Ritter der Drachen. Während der Mainphase, du kannst eine andere Karte auf dem Spielfeld wählen. Diese Karte verliert genau 2600 ATK und falls du dieses zerstöre die Karte. Wenn diese Karte ein Monster eines Gegners durch Kampf zerstört, du kannst diese Karte 2600 ATK erhalten lassen. Jo. Damit zerstört er natürlich mein Reptier-Ei.
Das ist durchaus nervig. Ja, das würde ich sogar erstmal durchgehen lassen. Da würde ich meine Dimensionsmauer aktivieren, damit er 2600 Schaden an meiner Stelle bekommt. Ah, 1,8, der hat leider nicht genug, um den Angriff von dem abzufangen. Na gut, aber den Schaden fressen wir auch, 1900. Das Annullieren eines Angriffs möchte ich mir schon noch für was Wichtigeres aufbewahren. Und das sieht mir jetzt nicht nach einem Board aus, was ich nicht loswerden könnte, wenn ich ehrlich bin. Tut es nicht. Eigentlich nicht. Er ist halt nervig. Weil er könnte jetzt seine ATK reduzieren und dann könnte er mein Christron Bree sofort zerstören. Ja, würde ich vielleicht die Seelenschere verdeckt spielen. Und erstmal den Zug beenden. Aber vielleicht will er End of Main den Effekt benutzen. Verdecktes Monster zerstören. Wollen wir das? Machen wir das? Nein, er will die verdeckte Karte zerstören. Okay. Das ist belastend. Das ist nicht gut. Möchten wir mit der Main-Phase fortfahren? Nee. Bringt ja nichts. Aber gut, dann kann er erstmal mit dem nicht gefährlich werden. Das ist ja schon mal auch wichtig. Also der kriegt ja nur wieder 2600, wenn er ein Monster durch Kampf zerstört. Und wie soll er mit 0 ATK was durch Kampf zerstören? Das geht ja nicht. 1,9, 2000, Supersoldatenseele. Du kannst ein schwarzer... Du kannst sogar von deinem Frieden verbannen. Der macht ja nichts auf dem Feld. Der liegt da jetzt einfach nur mit 0 ATK. Wird das ein Link? Eine Link summon? Oh, er kann sich auf 3000 boosten. Okay, das ist wild. Das ist sehr, sehr wild. Das wäre ein Problem. Das wäre ein drastisches Problem. Ich hoffe mal, er hat kein passendes Monster in der Hand, um das irgendwie zu forcieren. Er überlegt sehr lange, vielleicht kann er die Falle benutzen, um sich einen schwarzglänzenden Soldaten zu suchen. Und er macht einen Link 3 auf den BLS-Link. BLS-Link! Hat er in Stufe 7 benutzt? Hat er in Stufe 7 Monster benutzt? Hat er. Kann sie nicht durch Karteneffekte deines Gegners zerstören. Ich kann den auch mit Christron Armetrix nicht in den Verteidigungsmodus switchen. Und der kann nicht getargetet und nicht zerstört werden. Bruder, was? Den werde ich nicht los. Den werde ich, wenn diese Karte ein Monster durch Kampf zerstört, die hält 1500 ATK, kann während der Battle-Phase deines nächsten Spielzugs zum zweiten Angriff oder eine Karte verbannen. Das war's. Endstufe. Endstufe. Code Red. Ja, das war's. Das war's. Das war's, den werden wir nicht los. Den werden wir in einer Million Jahren nicht los. Das war's. Das war's offiziell. Offiziell. Wir haben unseren Endgegner gefunden. Den werden wir nicht los. In keiner Dimension werden wir den los. Okay, er kann sich jetzt noch was searchen. Ich muss sagen, da kommen wir an die Grenzen unseres Synchro-Monsters, denn Monster in den Verteidigungsmodus drehen, schön und gut, aber Link-Monster können nicht in den Verteidigungsmodus. Und ich bin gespannt, für welchen Effekt er sich entscheidet. 1500 ATK drauf, was verbannen. Oder nächster Zug, zwei Angriffe. Spannend. Am besten wäre natürlich nächster Zug, zwei Angriffe, aber... Seelenschere targetet auch. Und zerstört, also... Damit können wir den nicht loswerden, das ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Den werden wir in diesem Leben nicht los. Was möchte er? Eine Karte auf dem Feld verbannen. Das ist ihm natürlich überlassen. Damit ist unser Empfänger ebenfalls weg. Das bedeutet also, gleich gibt es nicht mal eine Synchronbeschwörung für uns. Ja, das ist natürlich jetzt ein gewaltiges Problem. Verbannende Fallgrube bringt uns rein gar nichts.
Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich eine Möglichkeit habe, den loszuwerden. Und die hätte ich mit Geist eines Grolls. Weil das nicht targetet und nicht zerstört. Er hätte null Angriffspunkte und dann könnte ich über ihn drüber kommen. Aber das setzt voraus, dass ich jetzt überhaupt irgendwie einen Zug überlebe und er auch nichts weiter tut. Also die Chancen, dass das noch was wird, sind verschwindend gering. Battlephase. Seelenschere. Das ist schon mal gut. Die wird zerstört. Jetzt kann er... Ja, was machen? Will er was verbannen? Will er sich ATK geben? Will er einen zweiten Angriff? Er will einen zweiten Angriff. Die Seelenschere im Friedhof aktiviert auf jeden Fall ihren Effekt. Und wir können sie specialen. Und ein Monster zerstören. Problem ist nur, den Bruder werden wir nicht los, aber immerhin den. Jetzt Geist eines Grolls. Ich sag's euch, das wär's. Das wär's. Das wäre MVP. Kann er sich der Hand hinzufügen? Okay. Was macht er denn? Brecherfahrt bringt jetzt leider absolut gar nichts. Ja, was willst du machen? Kannst du nur verdeckt spielen, hoffen. Mehr geht da nicht. Wir brauchen Geist eines Grolls. Wir haben noch 31 Karten im Deck. Das wird jetzt sehr schwer. Also selbst Dekatron hilft uns nicht, weil der targetet ja. Ja, Seelenschere wird zerstört, also wird verbannt auch. Jetzt würde mich interessieren, was er macht. Er kriegt 500 ATK, er hat 1500 ATK. Er hat bis jetzt übrigens alle drei Effekte benutzt. Was auch immer. Der geht ins Extra. Der eine wurde verbannt, der andere geht ins Extra. Also Seelenschere kommt bei beiden nicht. Ja, das ist natürlich jetzt ganz, ganz miserabel. Gut. Ja, das ist natürlich schade. Das bedeutet, dieses Mal war das leider nichts. Ja, wir hatten eine Chance, aber sobald er auf das BLS-Link gegangen ist, den loszuwerden, das war gefühlt unmöglich. Aber gut, ich bin dennoch erstmal zufrieden mit dem Progress für diese Folge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, aktiviert eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.